So, dann der Bastelzeit und wir sind mal wieder in den 90ern unterwegs. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja angeguckt, wie wir diese wunderschönen Hi8 und Video 8 Kassetten wieder abgespielt bekommen. Naja, wenn wir die kleinen Kassetten haben, dann haben wir natürlich auch die großen Kassetten, VHS. In dem Fall hier ist es irgendein alter Kinofilm, Independence Day, mit, mit einer wunderschönen Kaufkassette und Werbung dafür, wo die Tell Me Pager 1997 empfangen haben werden. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Die Sachen kriegt man ja relativ einfach heutzutage per Streaming oder auf dem eigenen Server, je nachdem, was ihr habt. Aber ja, ich habe auch ein paar von denen hier. Wunderschöne Kassetten mit eigenen Aufnahmen, die irgendwann dann mal zum Beispiel eben vom Camcorder überspielt wurden. Ja, die wollen wir vielleicht auch irgendwie digital haben. Also gucken wir mal. VHS ist jetzt ja wahrscheinlich kein Problem, dafür gibt es ja Videorekorder, damit kann man die abspielen. Dachte ich mir. Dann bin ich auf die Suche gegangen und habe eine Menge gefunden. Und dann gucken wir doch einfach mal. Videorekorder. Wie wär's denn mit dem hier? Das ist ein Debut, was weiß ich, hier steht noch nicht mal groß was dabei. Commercial Skip und NTSC Playback auf PAL und ja, er wird wohl abspielen. Dachte ich mir. Ratet mal, was er nicht hat. Abspielen. Okay, was haben wir denn noch? Wie wär's mit einem Hitachi? Mit Tape Finder. Ah, okay, ich weiß meistens, wo mein Tape ist, nämlich meistens da drin. Naja, auch der. Eigentlich sehr schön dafür geeignet. Wenn er abspielen würde. Tut er nicht. Und wie sieht's dann in der Bastelecke aus? Haben wir da vielleicht noch was? Ja, klar. So einen halben hätte ich noch anzubieten. Ein halber mit Armageddon noch drin. Wie ihr seht, der stand irgendwie im Dreck. Und auch sonst ist er nicht mehr wirklich abspielbar. Es stand schon dabei defekt. Und das kann ich auch nachvollziehen, denn hier hinten hat er einen drauf bekommen. Da sind Dinge abgebrochen, wie es aussieht. Aber hey, vielleicht kann man den noch irgendwie als Ersatzteilspender benutzen. Und wenn das hier nicht reicht, ja, wir können auch noch ins Museum gehen. Da muss ich mich bei Thomas, glaube ich, bedanken, der mir den gegeben hatte. Und zwar nochmal Hitachi. Aber, wie man eventuell erkennen kann, wohl eine paar Generationen älter. Bei dem bin ich mal sehr gespannt, wie der aussieht. Denn, seht es vielleicht schon an meinen Fingern, der ist definitiv dreckig. Was unter anderem doch daran liegen kann, dass der hier wohl über Jahre irgendwo draußen in einem Schuppen stand. Wer weiß also, was da alles reingekrochen ist. So, also 4 Videorekorder, offensichtlich nicht mehr alle mit den nötigen Gummifüßen. Vielleicht kriegen wir es ja hin und kriegen uns einen wunderschönen Frankenstein hier draus gebaut, sodass wenigstens einer noch funktioniert. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem neuesten an. Das war, glaube ich, der neuere Hitachi. Der sieht nämlich noch so aus, als ob der eventuell funktionieren könnte. Das wäre natürlich die einfachste Methode. Wobei ich mir die anderen auf jeden Fall mal kurz mindestens angucken würde. So, dafür brauchen wir ein externes Netzkabel. Achterkabel. Lasst mal suchen. Okay, Kabel gut. Dann schauen wir mal, ob wir mit dem irgendwas zum Leben erweckt bekommen. Ich gebe direkt mal Strom drauf, wobei mir gerade auffällt. Ich weiß nicht, ob ich dem Ding so vertrauen sollte, weil das ist ein Metallgehäuse und der Stecker hat keine Erde. Sowas mag ich eigentlich nicht wirklich. Wenn da irgendwas innen drin lose ist und gegen das Gehäuse kommt, hat man halt direkt einen Schlag. Ne? Das wäre uncool. Definitiv auch ein neueres Gerät, wenn wir hier gucken. Wir haben ein Audio-Out links, rechts, 2 SCARTs und den TV-In-Out als HF-Signal. Aber sonst nicht wirklich irgendwas an Anschlüssen. Keine Frontanschlüsse, keine sonstigen Anschlüsse an der Rückseite, es ist schon sehr spartanisch. Gut, Display, denke ich, wird bei jedem schon. Ich sehe hier was glitzern. Es könnte sogar noch ein Vakuumfluoreszent sein. Na, gucken wir mal. Strom an. Irgendwas lebt. Anzeige kommt auch. Es ist. Oh, es ist ein Band drin. Okay. Hat er ein Eject? Ja. Macht er ein Eject? Er klingt nicht gesund, aber es kommt was raus, auch wenn nicht draufsteht, was es ist. Dann bin ich ja fast schon genötigt, mir SCART zu suchen, um mal zu gucken, ob er auch abspielt. Wobei, wir können ja schon auf den Counter gucken.
Jo, das sieht gut aus. Auch mit den üblichen Abspielgeräuschen. Dafür, dass der hier in der Kiste funktioniert nicht lag, funktioniert er relativ gut. Den hier packe ich dann mal auf Seite und deklariere das als sollte es tun. Mit etwas Glück haben wir da ja schon einen Gewinner. Wie gesagt, den habe ich jetzt aus einer Kiste rausgezogen, wo eigentlich nur defekte Geräte drin liegen sollten. Aber hey, vielleicht weggeworfen worden, weil hey, brauchen wir nicht mehr. Auch wenn ich eigentlich das dann lieber habe, dass man das dann nicht so wegschmeißt, sondern es irgendwo hinstellt mit dem Zettel, brauche ich nicht mehr. Dann können sich Leute das wegholen, wenn sie es brauchen. So, der nächste, der View, sieht auch nicht besser aus. Selber Aufbau, Audio, SCART rein, raus und HF rein, raus. Der hier hat immerhin dafür an der Vorderseite noch ein paar wunderschöne Cinch-Anschlüsse, wenn man doch mal aufnehmen möchte. Ähnlicher Aufbau, ich schätze mal, kommt ungefähr aus derselben Jahreskategorie. Und was sagt der? An geht er. Band ist hier keins drin. RF52. Das könnte. Entweder ist es ein Setup-Modus, dass es um RF im Sinne von Radiofrequenz geht. Das könnte ich mir vorstellen. Oder relative Feuchte. Dass da drin ein Feuchtesensor ist, das kenne ich von anderen Geräten. Die schalten ab, wenn die Luftfeuchte zu hoch wird, sodass das Band nicht irgendwo intern kleben bleibt. Also eventuell hier ein kaputter Luftfeuchtesensor. Ja, können wir gleich mal reinschauen. Und was haben wir noch? Achso, wir haben noch unseren hochprofessionell, nicht ganz sicherheitskonformen Spezialfall mit abgebrochenem Board. Also hier hinten, ich weiß nicht, ob man es sieht. Doch, da müsste man es eigentlich. Ich kann es ja einfach wegbiegen. Hier drunter gucken. Na komm. Da können wir sehen, da fehlt ein Stück vom Board. Da ist wohl mal irgendetwas dagegen gekommen. Wenn wir hier gucken, das hier. Oh nee, das ist am Playhead dran. Okay, ich glaube, das gibt keinen mehr. Ich mache trotzdem mal an mit etwas Glück. Ja, ich wollte gerade sagen, kriegen wir noch die Armageddon-Kassette da raus, aber dummerweise hat das Ding kein Frontpanel mehr. Der hat offensichtlich sehr gelitten. Dafür sieht aber das VFD tatsächlich noch halbwegs heile aus. Ich guck mal, ob ich irgendwas in Richtung Frontpanel noch in der Kiste finde, wo ich den rausgezogen habe. Sekunde. Nope, sieht schlecht aus. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist das Ausgabeboard für SCART und so. Das war dann wohl hier hinten mal eingesteckt. Aber ja, das hilft uns wahrscheinlich nicht bei der Bedienung. Wir geben mal einfach Strom drauf, gucken, ob es explodiert oder was passiert. Okay, ich nehme mal einen Sicherheitsabstand ein und drücke dann mal den Strom kurz an. Kein Rauch, keine Explosion. Und er tut tatsächlich was. Also das VFD leuchtet, er hat mal kurz Motorstimmen gemacht. Das wäre tatsächlich eine Idee. Ich könnte mal gucken, ob die Fernbedienung noch da ist. Denn der Empfänger für die Fernbedienung, den sehe ich da noch. Klingt nach einer Idee. Haha, mehr Erfolg. Und damit ist auch klar, das hier ist ein Orion-Gerät. Den weiß ich nämlich noch, dass ich den in der Hand hatte wegen diesem Jogdale von einem anderen Video. Also machen wir nochmal Strom an. Versuchen mal den Power-Button auf der Fernbedienung. Der tut nichts, das ist nicht schön. Und Eject auch nicht. Ah! Naja, Versuch war's wert. Gut. Hopp, doch, 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 doch. Da, er versucht Eject. Er versucht Eject. Das war schon mal richtige Richtung. Versuchen wir das nochmal. Hey! Wir haben die Kassette gerettet. Yay! Aber ich glaube, den hier brauchen wir nicht weiter in Erwägung zu ziehen. Der ist definitiv durch. Also weg mit der Kiste. Und stattdessen holen wir mal unseren Rentner. Den werde ich wohl auch irgendwie am Teststromkreis früh treiben. Ei. Ach, der hat.
Definitiv mehr als die anderen, wenn wir uns mal das Ding angucken. Auf der Vorderseite haben wir eine Menge Buttons auf einmal. Wir haben hier Channel hoch runter, wir haben IRT, Counter, Reset, Clear, Storage, Programmierung, Channel-Einstellung, also wirklich die komplette Einstellung von den Fernsehsendern. Wir haben einen Schieber für die Weichzeichnung, wir haben einen Schieber fürs Tracking vom Band. Wir können wählen, ob wir Tuner oder AUX haben wollen, für Sound wahrscheinlich. Und ein bisschen weiter rüber. Oh, yeah, 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 yeah. Da haben wir Stopp, Pause, Vorwärts, Rückwärts, Record, Operate und Eject. Hui, deutlich mehr und ich schätze auch, der Rückseite sieht das ähnlich aus. Das geht sogar, da hätte ich mehr erwartet. Auch hier die RF, also rein und raus vom Fernsehsignal. Wir haben hier allerdings die Möglichkeit, den Kanal einzustellen. Die Farbe in Auto, Farbe oder TSG. Hier drüben dann Video in, Video out, Audio in, Audio out, also Mono. Ein TV-Control und hier oben ein Haupteinausschalter mit einem festen Kabel dran. Okay. Oh, hier fehlt schon eine Schraube. Da war anscheinend schon mal wer dran. Ich war's nicht. Wie gesagt, irgendwo löst sich hier Gummi auf, weil alles ist irgendwie am Schmieren. Ja, wie machen wir das jetzt, dass man was sieht? Das Ding ist irgendwie ein bisschen groß geraten. Ah, Moment. So müsste das gehen. So sieht man zumindest das Display und eventuell auftretenden Rauch. Hoffentlich nicht. Dann nehme ich mal wieder meinen Sicherheitsabstand ein. Wow. Okay. Laut, es ist definitiv ein Trafo drin. So viel kann ich schon mal sagen. Er hat was am Band gemacht. Was passiert, wenn ich Operate drücke? Er geht tatsächlich an. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von so einer alten Kiste. Aber wir sehen, Display ist da. Haben wir irgendwas drin? Nein, weder Band noch Mäuse. Na, dann holen wir doch einfach das Armageddon-Band, weil Armageddon weiß ich, dass ich den definitiv auch auf anderen Medien habe, die wahrscheinlich qualitativ ein bisschen hochwertiger sind. Frisst du den? Tut er. Spielst du es auch ab? Nein. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera zu sehen ist. Ah, das sind tatsächlich LEDs. Aber das Geräusch sagt mir auch schon etwas. Denn das klingt wie ein Motor, der frei dreht, ohne dass da irgendetwas ist. Und das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass wahrscheinlich ein Band nicht mehr in Ordnung ist. Ah, hier oben auch, Tape in. Versuchen wir mal Eject. Das funktioniert. Na, immerhin. Okay, klappt mehr als gedacht. Dann würde ich sagen, ich packe mal ein paar Schraubenzieher und dann zerlegen wir die ganzen Kisten und hängen jeweils auch noch irgendwie mal einen Fernseher dran, um zu gucken, was rauskommt. Hier bei dem geht es ja zum Glück. Der hat ja RCA-Stecker oder Kinch, Composite Out. Bei den anderen, die nur SCART haben, muss ich mal gucken. SCART ist im Prinzip dasselbe. SCART sind diese Stecker hier. Da ist im Prinzip dasselbe Signal drauf wie auf dem runden RCA-Stecker, diesem Composite-Stecker. Allerdings, einfach auf anderen Pins. Gibt es dann einfach Adapter. Hatten früher nur so ein paar Euro gekostet. Heute, ja, ich hoffe, man hat sie noch irgendwo in der Grabbelkiste. Sonst könnte das interessant werden. Na gut, ich gehe mal basteln. Und kurzer Blick ins Innere, ist nichts zu sehen. Und ich habe inzwischen auch die Anleitung dazu mir mal rausgesucht. Und dieses RF52, was vorne steht, heißt einfach nur, der ist im Setup-Modus. Das heißt also, der möchte jetzt gerne konfiguriert werden. Das geht aber dummerweise nur mit der Fernbedienung. Yeah. Ich hatte auch die Info bekommen, dass das immer wieder angezeigt wird, dieses RF52, was wir jetzt hier so noch ein bisschen erkennen können. Das Display ist sehr schwach. Ich kann mir jetzt nur zwei Sachen vorstellen. Das erste wäre, hier ist irgendwo eine Batterie noch unten drin, die eventuell leer ist und die dann den RAM versorgt, wo das drin gespeichert ist. Oder wir haben ein Problem beim Netzteil. Kurz mal drüber geguckt. Also ich sehe jetzt auf jeden Fall mal keine auffällig geplatzten Elkos oder so. Ich würde fast eigentlich davon ausgehen wollen, dass das Ding hier
technisch noch in Ordnung ist, muss man halt mal gucken, ob es noch irgendwo die Fernbedienung dazu gibt oder ob man das irgendwie mit einer Universalfernbedienung hinkriegt. Ich mache mal gerade hier vorne die Klappe ab. Achso. Das ist alles fest. Ich dachte, da gäbe es noch ein Frontpanel. So, anscheinend nope. Dann machen wir mal hier unten noch auf der Suche, ob da wirklich eine Batterie ist. Und ansonsten mache ich ihn wieder zu und stelle den mal wieder in die Ecke, weil sollte theoretisch funktionieren. Viel gibt es nicht von unten. Wir können die einzelnen ICs sehen. Das ist auch komplett Plastik. Ich gehe davon aus, wenn da eine Batterie wäre, käme man spätestens hier dran. Da hätten sie wahrscheinlich dran gedacht. Haben wir noch den ich mir rausgesucht habe, als müsste eigentlich der sein, der wahrscheinlich für mich am sinnvollsten ist, der Hitachi hier. Also der neuere Hitachi, der andere ist ja auch einer. Ja, eigentlich müsste ich nicht zerlegen, aber was wir da haben, das nehmen wir auch auseinander. Ja, und hier im Inneren sehen wir auch, der Aufbau ist meistens relativ ähnlich. Wir haben in der Mitte das eigentliche Laufwerk, rechts das Netzteil und dann meistens hinten oder links irgendwo die große Kiste für den RF-Teil. Eventuell ein bisschen SCART und ein bisschen Chips dafür. Aber sonst haben wir nicht viel. Und von der Unterseite, auf der Unterseite von hier dem Board sitzen dann die einzelnen ICs, die dann tatsächlich so ein bisschen Bild-Fu machen. Ansonsten, ja, was haben wir noch hier? Wir sehen, wir haben hier Plastik, das Laufwerk ist aus Plastik, Rückwand ist aus Plastik und nach unten haben wir Plastik. Das hat natürlich einen guten Grund. Hier sind 230 Volt und außen ist ein Blechgehäuse. Da wollen wir natürlich nicht, dass das draufkommt. Und so hat man das dann geregelt, dass das kein Problem wird. Ansonsten, was man meistens noch sieht, ist irgendwie, dass es nach oben zum Deckel irgendwelche Schirmung gibt, sodass da keine Störungen reinkommen können, auch wenn es hier ein bisschen sinnlos ist, weil die Rückwand ist halt Plastik. Und ja, da der hier noch komplett funktioniert, können wir uns natürlich auch angucken, wie das funktioniert. Wir haben ja hier unsere Bänder. Da brauchen wir 3 bis 4 Sachen. Das erste oder die ersten beiden sind die hier. Das sind die 2 Antriebe. Die müssen natürlich hier unten mit den Antriebsrädern am Schluss übereinstimmen. Dann haben wir der obere Seite, da haben wir eine Klappe und die ist verriegelt. Das heißt, es muss irgendeinen Kamm oder sowas geben, der von der Seite kommt. Hier diesen kleinen Pinöppel reindrückt, das ist die Entriegelung. Und wenn wir das machen, lässt sich der Oberteil einfach wegklappen. Und so geht hier oben dann das so auf, dass wir ans Band kommen. Und dieses Band muss dann im Gerät hin und her gemacht werden. Und dafür ist erstmal hier vorne der Bereich zuständig. Wenn ihr hier guckt, der fährt hier so rein. Hier so schiebt man den rein. Und was hier vorne der Schlitten macht, ist den nach hinten auf die richtige Position ziehen, dann nach unten drücken, dass wir das hier mit den Antrieben auch dann entsprechend verheiraten. Gleichzeitig geht er natürlich hin und macht hier hinten unsere Klappe auch auf. Und was er dann macht, ist, er zieht dieses Band raus. Und zwar wird das hier lang geleitet, hier hinten dann in einem U um diese Trommel rum. Von da aus geht es hier hinten lang und von hier geht es dann hier durch einen Anpresser nochmal zurück in die Kassette. Und hier haben wir ein paar Sachen, die da stehen. Wir haben hier an der Seite dieses Ding hier mit der Flugverdrahtung. Das dürfte der Löschkopf sein. Der ist dafür da, das Band zu löschen. Ist natürlich dann interessant, wenn man irgendwie versucht, was darauf aufzunehmen. Aufnahme im Übrigen. Dafür gibt es an der Rückseite hier diese Lasche. Wenn die da ist, kann man drauf aufnehmen. Wenn die weggebrochen ist oder da eine Einbuchtung ist, dann kann nicht drauf aufgenommen werden. Das ist aber nur ein kleiner Schalter. Da sitzt hier irgendwo ein kleiner Hebel, der sich wegdrückt. Das heißt, das ist rein elektronisch, dieser Schreibschutz. Da ist nichts, was mechanisch das irgendwie verhindert, dass der, sagen wir mal, den Löschkopf wegdrückt oder so. Vom Löschkopf geht es dann über diese Trommel hier und eventuell seht ihr das, die ist nicht gerade, sondern die ist ein bisschen schräg da drin. Das ist unser eigentlicher Schreiblesekopf. Das ist eine Schrägspuraufzeichnung, auch wenn wir von der Seite aus drauf gucken. Da sehen wir dann so mehrere Rillen und dann wird quasi schräg auf das Band hier drauf geschrieben. Dann haben wir noch hier hinten, dieser Ding hier. Das ist der Audiokopf, das heißt, damit wird das Audio nochmal abgenommen. Der ist wirklich nur fürs Bild. Das ist also der reine Videokopf für Bildzeugs. Und das hier ist das Audio. Heißt natürlich auch, auf dem Band selber, magnetisch gesehen, ist das Bild und das Audio nicht an der gleichen Stelle, was zusammengehört, sondern ein bisschen versetzt. Weil das Bild wird ja hier schon gelesen, das Audio aber hier. Das heißt, das Audio muss weiter vorne auf dem Band drauf sein, als das Bild, was er abspielt. Was wir auch sehen können, das ist hier unten so eine Scheibe mit,
ja, ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, mechanisches Programm genannt. Das heißt, das ist eine Scheibe, die wird angetrieben. Ihr seht hier, hier kommt irgendwie vom Motor so eine Welle, wird dann auf hier die Welle, hier ist ein Schneckengetriebe, die treibt das hier an. Und durch die Einbuchtungen hier unten drin. Dadurch, dass hier etwas drin hin und her geht, wird das auch dann entsprechend rausgedrückt, reingezogen, je nachdem, wie hier diese Einbuchtungen sind. Und so wird dann bestimmt, welche Teile sich in welcher Geschwindigkeit, wann, wie, wohin bewegen in diesem Lademechanismus. So, genug gequatscht, gucken wir uns den mal an. Wie gesagt, der wird jetzt reingezogen, runtergedrückt und das Band rausgezogen, so im U um diesen Bereich hier, um den Audiokopf, und dann wieder zurück. Können wir jetzt nochmal machen. Zack, jetzt ist er drin. Jetzt wird das Band langsam gezogen und da sind wir die zwei Arme, die das jetzt hier drum legen. Ihr seht jetzt auch, der Kopf hier rotiert. Das heißt also, wir haben im Prinzip drei Motoren. Wir haben hier einen für diese Ein-Auswurfmechanik. Im Übrigen, hier hinten ist auch ein Gummiring dran. Das ist immer ein guter Kandidat, wenn was nicht funktioniert mit einem Auswurf. Diese Gummiringe leiern mit der Zeit aus oder können sogar irgendwie sich in Flüssigkeit verwandeln. Das ist halt ganz ekelhaft. Findet man gerade bei alten Kassettenlaufwerken und so. Aber wenn das passiert, kann man entweder einen neuen Ring draufsetzen oder einfach hier unten dieses Rad selber drehen und so dann zumindest eine Kassette rausholen. Und der letzte Motor sitzt hier unten drunter und der kann entweder den oder den antreiben. Es wird immer gezogen, üblicherweise. Das heißt also, wenn wir jetzt abspielen, dann wird es hier abgewickelt und hier wieder aufgewickelt. Das heißt, er würde den hier antreiben. Und beim Rückspulen natürlich dann andersrum. Da ist eine kleine Mechanik, die schaltet das hin und her. Gehen wir mal auf Play. Und wir sehen, jetzt bewegt er sich hier. Hier wird aufgewickelt, hier kommt entsprechend das Band her. Man sollte im Übrigen nicht zu lange an einer Stelle bleiben, einfach weil die ganze Zeit hier der Lesekopf am Band vorbeigeht. Das hat natürlich Abnutzung, sowohl beim Kopf als auch beim Band. Und ja, sonst noch irgendwas Interessantes. Ja, was man noch im Hinterkopf behalten sollte, achtet mal hier auf die Spulen und wie schnell die sich drehen. Die rechte dreht sich schneller als die linke. Ist ja auch kein Wunder. Hier ist ja dieses Band, die Bandrolle, noch kleiner als hier. Hier holt er ja von außen ab. Hier macht er relativ weit innen, dass er aufwickelt. Und so kriegen wir dann am Anfang der Kassette eine andere Bandgeschwindigkeit, als wenn wir gegen Ende der Kassette gehen, wenn das angetriebene Rad relativ groß ist und das andere relativ klein. Nun sind unterschiedliche Geschwindigkeiten ein bisschen uncool, insbesondere wenn wir halt schräg da irgendwie was draufzeichnen, weil, naja, wenn wir dann schneller machen, verzerrt das Ganze, ja. Dann erwischen wir unsere schrägen Spuren nicht mehr. Deswegen gibt es das sogenannte Tracking. Auf dem Band selber ist nochmal so, ja, man könnte sagen, kleine Pulse drauf. Und die werden von einem Kopf gelesen. Üblicherweise ist das mit in dem Audiokopf drin. Und ja, anhand dieser Signale weiß er dann, wie schnell geht das Band hier gerade vorbei und kann den Motor hier drin dann entsprechend langsamer oder schneller machen, um die Geschwindigkeit dann am Anfang und Ende vom Band auszugleichen, sodass wir da immer die richtige haben. Gut, ansonsten, was ihr auch noch seht, hier ist so ein Gummiroller, der das hier andrückt an diesen hier. Und jetzt achtet mal drauf, wenn ich auf Spulen rüberschalte, dann seht ihr nämlich auch, dass hier durchaus ein bisschen Logik drin steckt. Wenn ich jetzt Stopp mache, passiert erstmal nichts, bleibt alles an Ort und Stelle. Wenn ich jetzt aber spule, nach einem kurzen Moment, geht hier unten hin, da, macht jetzt diese Gummirolle weg, dass das frei läuft und entsprechend dann nicht mehr so stark belastet wird das Band. Raus damit, der sollte komplett fehlerfrei funktionieren. Also stellen wir den in die Ecke, nachdem wir ihn wieder zusammengebaut haben. Aber schauen wir gerade noch drauf, wir wollen ja gucken, ob es funktioniert. Also nehmen wir uns mal hier den Debut, stecken etwas ein, was in Richtung Skat aussieht. AV1, AV2, ich schätze mal, der blaue wird der richtige sein, oder? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Strom an. Kommst du? Ah, Sicherung auch an. Und ja, das sieht gut aus, Sprachauswahl. Ein Königreich für eine Fernbedienung, denn egal was ich hier drücke, ich kann zwar hoch runter, aber ich finde kein okay. Ja, okay, gut. Also ich glaube, mit dem hier kommen wir nicht weiter, solange wir keine Fernbedienung finden. Na gut, aber prinzipiell Bild rausgeht. Wie gesagt, muss ich mal gucken, ob ich noch eine Fernbedienung für die Kiste finde. Machen wir die mal wieder hier raus und schnappen uns den Hitachi, der theoretisch ja komplett funktionieren sollte. Nehmen wir den hier. AV Ext 1, nehmen wir den. 1 klingt
ohnehin besser, würde ich fast schätzen. Ein Achterkabel. Zack. Und was sagt der hier, wenn wir den einschalten? Strom an. Programm 1. So, kein Empfang. Das war zu erwarten. Hier hatten wir doch irgendeine Kassette. Ich habe keine Ahnung, was drauf ist. Wird schon irgendwas Sinnvolles sein, hoffe ich. Play. Und ja, irgendwelche alten ARD-Sachen, die wohl aufgenommen wurden. Gut, ich glaube, der hier spielt ab. So, und damit ist mir hier offiziell zu warm. Wir haben inzwischen eine Raumtemperatur von 40 Grad hier drin. Also, Kurzfassung. Was haben wir jetzt hier? Naja, wir haben unser Bastelstück. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Das kommt halt irgendwo in die Restekiste. Vielleicht mal noch Bauteile rausholen, aber das wird definitiv kein Video mehr abspielen. Wir haben den Daviu oder wie auch immer man das ausspricht. Vermutlich voll funktionsfähig, braucht aber zwingend eine Fernbedienung. Mal gucken, ob ich die nochmal finde. Mit etwas Glück liegt sie noch irgendwo rum. Der Hitachi, haben wir ja gerade gesehen, er spielt definitiv Videos ab. Eventuell mal eine Reinigungskassette durchziehen oder sowas. Aber ich gehe davon aus, dass das Kassettenmaterial, was ich hier habe, jetzt auch nicht so berauschend ist. Von daher fasse ich das jetzt mal unter reicht für meine Zwecke zusammen. Und last but not least haben wir ja noch den alten Hitachi. Den haben wir jetzt ja gar nicht gesehen oder zerlegt. Ja, hat einen relativ einfachen Grund. Ich habe ihn auseinandergebaut, ich sehe schon, was das Problem ist. Aber das ist eine größere Sache, vermute ich. Das heißt, dazu machen wir dann ein separates Video, sobald die Ersatzteile da sind. Und ja, ich würde mal sagen, ich habe hier auf jeden Fall jetzt einen VHS-Rekorder oder für mich hauptsächlich Player. Der scheint abzuspielen, das heißt, ich sollte in der Lage sein, meine wunderschönen Kassetten hier irgendwie mal zu digitalisieren. Wie gesagt, zur Digitalisierung kommen wir irgendwann nochmal. Da gibt es jede Menge Sachen, die man beachten kann, wenn man eine gute Qualität haben möchte. Aber bis dahin, ja, ich kann jetzt hier meine Kassetten gucken und der Player hier tut offensichtlich, was er soll.